Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und heute geht es mal darum, was man beachten muss, wenn man sich einen E-Scooter gebraucht kauft. Einige hatten ja vielleicht schon mitbekommen, dass ich mir einen G30D gebraucht gekauft habe. Und da habe ich natürlich ein paar Aspekte beachtet, die man sonst vielleicht ganz schnell aus den Augen verliert. Und da habe ich mal so eine kleine Liste erstellt und die blende ich jetzt mal ein. Und zu den einzelnen Punkten erkläre ich mal so ein bisschen was. Zunächst muss man natürlich aufpassen, dass der Scooter eine Straßenzulassung hat. Das ist, glaube ich, ganz klar. Vor allem, wenn man den in Deutschland kauft. Wenn man den im Ausland kauft, dann muss man halt die dort geltenden gesetzlichen Reglementierungen beachten. Aber in Deutschland ist es so, der braucht eine Straßenzulassung und somit ein ABE-Blatt. Das ist aber tendenziell nicht unbedingt wichtig, wenn man die Rechnung bekommt. Denn da kann man dann meistens bei den meisten Scooterherstellern auch nochmal die ABE nachträglich bekommen. Aber eins von beiden müsste man mindestens bekommen, entweder eine Rechnung oder eine ABE. Man kann auch Scooter ohne dem ABE-Datenbestätigungsblatt kaufen, aber da läuft man halt einfach das Risiko, dass die Versicherung den Scooter nicht versichern will. Wobei man tatsächlich den Scooter ganz einfach bei der Hook über deren Online-Formular ganz einfach versichern kann. Also ist das tendenziell auch gar nicht so ein großes Problem, falls man die ABE-Papiere nicht hat, aber zumindest so die Rechnung oder die ABE-Papiere sollte man schon mindestens dazu bekommen. Ansonsten befindet sich auch immer so ein kleines Schild, sei es ein Sticker oder halt so ein Metallschild am Scooter dran. Und da kann man dann nochmal alle Werte ablesen, die dann auch zum Versichern wichtig sind. Ansonsten ist natürlich die Kilometerzahl ausschlaggebend, denn vor allem bei so Ninebot-Fahrzeugen ist das eigentlich gar nicht so ein großes Problem, wenn das Fahrzeug auch schon 5000 oder teilweise mehr Kilometer hat, da die auch gut und gerne mal 10.000 und 20.000 Kilometer aushalten können. Das ist möglich, vielleicht mit ein paar Reparaturen, aber so im Grunde ist das tatsächlich gar nicht so ein großes Problem. Das ist schon möglich. Man muss nur immer aufpassen, je nach Modell. Also ein Xiaomi würde ich jetzt nicht unbedingt mit 3000 Kilometern kaufen. Aber ein Ninebot G30 mit 3000 kann man easy kaufen und hat eigentlich auch nicht so große Probleme. Selbst die Reifen könnten noch original sein und trotzdem noch für 3.000-4.000 Kilometer mehr halten. Aber man soll natürlich nach Modell gucken. Ich habe nämlich schon Ninebots gesehen, die sehen von außen so kaputt aus und man dachte, die können gar nicht mehr fahren, aber die haben gefahren wie ein neuer Ninebot. Genauso OK Neon, habe ich auch schon so kaputte OK Neons gesehen, aber bis jetzt sind die alle immer gefahren. Das ist natürlich nicht bei jedem Fahrzeug so und deswegen muss man sich natürlich vorher durch Reviews und so weiter natürlich besser informieren, damit man keinen Fehlkauf tätigt, denn das ist am Ende am schlimmsten, wenn man Geld aus dem Fenster wirft und am Ende nichts dafür bekommt. Wo man hierbei einfach am meisten achten muss, ist auf die Reifen. Beim Ninebot ist es einfach so, die Reifen und das Kugellager sind so die Sachen, die hier am schnellsten und am einfachsten beim Ninebot kaputt gehen können. So auch natürlich bei anderen Scootern, wie zum Beispiel Scooter mit Schlauchreifen würde ich natürlich deutlich mehr aufpassen als mit Schlauchlosen, weil da ist eher weniger das Problem, dass da was passiert, aber trotzdem muss man natürlich immer darauf achten und beim Kauf auch mal gerne ansprechen und gucken, wie seriös der Verkäufer ist, ob der halt einen die Details verrät, ob so eine Fahrhistorie oder irgendwas zum Scooter dabei ist und so weiter. Also das muss man auf jeden Fall so beachten. Ansonsten ist es natürlich auch noch hilfreich, immer eine App zu installieren. Wie zum Beispiel bei Ninebot gibt es die Darknessbot-App. Damit kann man alle gängigen Ninebot-Fahrzeuge verbinden und perfekt die Akkudaten auslesen. Und auch die Kilometeranzahl und alles, was dazu kommt. Das ist eigentlich das beste Tool, was man haben kann, wenn man ein gebrauchtes Fahrzeug kauft. Weil so kann man wirklich einmal ins Steuergerät reingucken, was alles damit ist, welche Software der hat und so weiter. Dass man dann wirklich differenzieren kann, ist es jetzt wert, das Fahrzeug zu kaufen oder nicht. Wenn der irgendwie 100 Ladezyklen hat oder so, dann ist der immer noch in einem guten Zustand. Weil man muss bedenken, so ein Lithium-Akku, der schafft auch mal 800 Ladezyklen und funktioniert danach immer noch weiter. Also das ist alles im Bereich des Möglichen und deswegen kann man hier ganz gut und gerne auch einfach zugreifen. Wenn der Akku irgendwie 25, 26, vielleicht 50 Ladezyklen hat, wird man mit dem Akku erstmal überhaupt keine Probleme haben. Aber bei einem Scooter ohne Rechnung oder ohne Papiere, also ABE, Datenbestätigung und so weiter, würde ich einfach nach der Seriosität des Verkäufers schauen. Wenn der Verkäufer einem seriös rüberkommt und immer auf alle Fragen eine Antwort hat, die auch sinnig ist, dann würde ich den Scooter vielleicht erwägen, auch zu kaufen. Aber ansonsten würde ich halt einfach eher darauf achten, dass da eins von beiden mal mindestens dabei ist, damit man einfach so auf der sicheren Seite ist, falls mal was ist oder falls die Versicherung ein Blatt haben will oder irgend sowas. Dann hat man das auf jeden Fall. Aber eine Rechnung ist hierbei eher optional, da die halt nur den Kauf bestätigt, aber so ein ABE-Blatt ist für die Versicherung da deutlich wichtiger. Viele Verkäufer lassen auch mit sich handeln, trotzdem auch wenn da nicht Verhandlungsbasis dran steht, ich rede hier speziell über eBay Kleinanzeigen, aber trotzdem kann man da gut und gerne auch immer so ein 20 oder so 50 Euro runterhandeln und dann hat man sozusagen auch noch das Kennzeichen mit drin und muss nicht noch extra oben drauf Geld ausgeben. Das ist auch noch so ein kleiner Tipp, da lassen auch noch viele Verkäufer mit sich handeln, trotzdem schon geringen Preis oder
auch bei etwas höheren Preisen da einfach mal nachfragen. Ich meine, das schadet nicht, entfernt höchstens ein paar Minuten Zeit, aber das kann es manchmal wert sein. Und ja, ansonsten, falls ihr noch Fragen oder Anregungen habt, ab damit in die Kommentare, da antworte ich auch recht zeitnah. Und sonst hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da und bis zum nächsten Mal.